Servus Leute, zurück zu Let's Play Chained Echoes. Wir haben das letzte Mal das Archipel, glaube ich mal, so richtig geradet und alles abgeforscht. Dabei, gegen Ende haben wir einen spektakulären Bug gehabt. Also das hatte ich wirklich tatsächlich noch nicht so häufig. Aber coole Sache. Wir haben jetzt, ja, viel zu tun theoretisch, also eine Hauptquest zu verfolgen, aber ich habe schon... Ich bin jetzt offscreen einfach mal schon mal ein wenig vorgeprescht und habe mir gedacht, Moment, warum mache ich das nicht gemeinsam mit euch? Weil ich habe einen weiteren Altar mit heiligem Wasser besprenkelt und dadurch die Klasse Krieger erhalten. Jetzt Glenn. Die Klasse Krieger kann extra draufhauen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das sind zwei stabile Angriffe, meiner Meinung nach. Wenn sie gelevelt sind, nochmal stabiler. Also das ist etwas, das kann jeder gebrauchen. Angriff erhöht, ganz nett. Mit einer Wechselung erhalte bei einer Abwehr. Okay, LP bei Abwehr. Also man kann sich heilen, indem man auch noch verteidigt. Krieger gefällt mir als Klasse. Krieger gefällt mir sehr. Und das ist jetzt Glenn. Dafür ist Lene jetzt der Mönch und hat viel Leben bekommen dadurch. Ja, ja. Die Punkte von Krieger, das steigert irgendwie nahezu fast alles. So, Tomke, wir haben ja das letzte Mal eine verbackte Krabbe gefressen. Zumindest. Das hat das Spiel gecheckt, dass wir die Krabbe gefressen haben. Das hat es gecheckt. Aber dass wir gewonnen haben, nicht. Wir haben verloren nach dem Kampf, wo wir gewonnen haben. Komische Sache, komische Sache. Egal. Tomke kann jetzt nämlich Umwandlung lernen. Ich glaube, das müsste ich bekommen haben, weil ich eine Krabbe gefressen habe. Ganz nice. Jetzt müsste man natürlich herumgehen und alle Gegner farmen, die hier fressbar sind. Und das sind ja einige. Dafür haben wir auch ein Bestiarium. Und das erklärt auch das eine Symbol. Moment, wo ist es da? Bestiarium. Genau, Boxfliege zum Beispiel. Saliva. Wir gehen mal zu... Oh, eine Boxfliege zu... Ganz ehrlich, wie besiege ich die? Wie kann ich die besiegen, ohne sie zu töten? Weil wir sind langsam zu stark. Ich glaube, ich muss recht früh diese Gegner gehen. Kanaltaucher. All diese Gegner, die sozusagen so ein TNT-Symbol, habe ich es mal genannt, haben... Wo war denn der nochmal? Ach du Schande. Eisteufel. All die, glaube ich, kann ich fressen. Beziehungsweise in Fähigkeiten umwandeln. Finn. Genau, Adamantkrabbe. Und da sieht man jetzt so ein Symbol. Wo war Finn? Finn war, glaube ich... Oh, kann man hier irgendwo sehen, wo sie... Fjordwälder. Ah, perfekt. Ja, wunderbar. Dann sieht man auch, wo sie sind. Ja, Felder von Roland, genauso das da. Genau, in den Feldern von Roland, die Statue, die habe ich... Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen. Die ist hier unten. Da habe ich das Teil gefunden. Also da habe ich diese Statue mir gegönnt. Und gut war. Ach ja, zu einem Händler könnte ich auch mal wieder. Hier ist eine Boxfliege zum Beispiel. Ja gut, wenn wir so drauf gehen, wird sowieso nichts. Wie mache ich die Boxfliege, ohne dass die Boxfliege stirbt? So schon mal nicht. Schlecht. Nein, das war... ich wollte mich doch in... Wobei, vielleicht ist es klug so. Weil dann kommen wir wieder da rauf. Und dann kommen wir vielleicht wieder... Jawohl. Okay. Wie besiegen wir die Boxfliege, ohne sie zu besiegen? Der Windsprung war zu stark. Weil die ist, glaube ich, auch schlecht gegen Wind. Ja, Schwäche. Sie hat keine Immunität. Vielleicht ein Wassersprung? Wie kriege ich Gegner? Was hast du? Vielleicht ein Giftschuss. Ja. Sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Aber sie kommt jetzt dran und ist tot. Mist. Das kann doch nicht wahr sein.
Okay, das probieren wir nochmal. Okay. Ja, das muss man rechtzeitig machen, sonst wird es schwieriger, als man es erwartet hätte. Ja, normaler Angriff vielleicht. Jawohl, jetzt sehen wir es auch endlich mal. Erinnerung an eine neue Fähigkeit. Sehr gut. Geil. Ich will es wegböllern. Okay, neue Fähigkeit. Gleich mal schauen. Was kann er jetzt lernen? Starker Schwung. Mhm. Das ist wie beim Krieger, bei der Kriegerfähigkeit. Auch nicht schlecht. Aber das ist jetzt tatsächlich ein Problem, weil ich kann zwar alles anlocken, aber ich würde gern erstmal alles sehen, bevor ich irgendwas anlocke. Aber das ist tatsächlich not bad, was der kann. Und wir müssen ja auch immer bedenken, wir können halt jetzt überall hinfliegen. Wartet, wo war... Das war nicht nur die Fliege hier in den Feldern. Was war's noch? Dann gehen wir ein bisschen sammeln für Tomke. Wir gehen sammeln. Das müssen wir machen, weil sonst wird es für mich immer schwieriger mit der Zeit. Das muss ich sofort machen. Eigentlich ist das was für Offscreen-Tätigkeiten. Einfach mal überall rum und alles suchen, aber könnte mal interessant sein, wenn wir es mal gemeinsam machen. So, ins Bestiarium wieder reinschauen. Saliva. Okay, Saliva. Nein, ja, ich schon wieder. Aber gut, dann gehen wir halt gleich nach Basil. Oh, hier darf ich nicht fliegen. Warum darf ich hier nicht fliegen? Interesting. Naja, aber zum Händler wollte ich sowieso. Weil ich habe sehr viel Stuff, den ich eigentlich verkaufen wollen würde. Verbrauchsbeute. Alle verkaufen. Genau, das dachte ich mir. Deals werden freigeschaltet. Jede Menge neue Deals. Enthält jeder Art. Okay. Okay. Mystischer Ring. Mystischen Ring. Foliant des Bösen. Das hört sich erstmal brutal an. Was ist das? Wir können einen Foliant gebrauchen. Ist das eine Waffe oder so? Phantomumhang haben wir neu bekommen. Der ist eine Verbesserung. Aber für wen? Vielleicht für auch... Oh, Moment, der robuste Anzug. Moment, robuster Anzug. Robuster Mantel. Wir gehen erstmal hier die Hauptleute durch. Also du brauchst wahrscheinlich hier nichts. Dann... Phantomumhang wäre bei dir eine Verbesserung. Oder robuster Anzug. Nee, der Phantomumhang ist sogar deutlich besser. Gönn dir. Ist hier etwas Neues dazugekommen? Schwarze Umhang. Dieses Todesbuch, was ist das? Aha, aha. Der hätte sich auch über den Umhang gefreut. Naja. Ja, dann gönn dir einen robusten Anzug. Du hast nämlich noch gar nichts. Wassergürtel, den haben wir auch bekommen das letzte Mal. Aber es glaube ich nicht so toll. Festliche Schleife. Erhöht Widerstand gegen dieses Element um... Achso, dunkel, sieht man rechts. Mystischer Ring, den haben wir jetzt bekommen. TP deutlich erhöhen. Der ist nicht schlechter Ring. Der ist echt nicht schlecht. Den nehmen wir. Gut, und Wappen haben wir noch keinen Zusatz. Das können wir auch auf dem Weg. Also wir werden jetzt einfach mal ein bisschen in den Gegenden rumfliegen und vielleicht finden wir ja auch andere Sachen, die interessant sind. Noch zusätzlich. So, aber was ist dieses Buch jetzt? Wir haben das Buch des Todes oder so erhalten. Mittagessen dabei. Genau, rostige Anker haben wir auch beim letzten Mal gefunden. Es sei denn, sie verbirgt eine geheime Kraft.
Wahrscheinlich wird sie das. Ach so, ja, das sind wahrscheinlich. Das sind die Ultimate Weapons. Genau, rostiger Anker, rostiges Rapier. Irgendeiner, hier, Tomke nutzt einen Anker und irgendjemand nutzt ein Rapier als Waffe. Und mit Seele von Farnese, legendäres Material zum Aufwerten von Ultimate-Waffen. Okay, Foliantispel und Almans auf Kämpfe mit Himmelsrüstung können jetzt Talentram droppen. Geil. Glaube, das ist geil. War schön, dass wir das bekommen haben. Warum kann ich nicht hier in meine Rüstung rein? Ich würde gerne in meine Rüstung rein. Das würde. Ach, weil ich wahrscheinlich nicht über das Zeug drüber fliegen soll. Da ist nicht alles so detailliert gemacht. Wahrscheinlich. Ja, wir brauchen wieder Zeugs. So, hier kann ich in die Rüstung rein. Halt, jetzt sammeln wir das ein und dann gehe ich in die Rüstung rein. Flieg jetzt mal rum. Vielleicht finden wir hier diese besonderen Gegner. Da ist der besondere Gegner wieder. Manchmal ist er da. Aber den machen wir einfach so weg. Bisschen lachhaft, aber nein. Genau, der ist immer mal woanders, an anderen Spots. Können wir auch die Karte nutzen? Waren wir dort oben schon? Hier gibt es immer so viel zu sammeln. Waren wir hier oben schon? Ja, oder? Ja, da waren wir schon. Hier oben war so eine Pflanze. Da haben wir so eine Pflanze. Die können wir auch fressen. Da probieren wir unser Glück. Die wollen wir fressen. Ho! Gleich kritisch. Oh ja, okay, die kann noch ein bisschen was aushalten. Nein! Wir sind zu stark. Kommt sie wieder, wenn wir direkt hier... Die Krabben können nicht gefressen werden, glaube ich. Mist. Moment, wo gab es die Pflanze noch? Die Pflanze gab es doch bestimmt hier drüben auch noch irgendwo. Krabben. Die Pflanze war doch hier bestimmt auch irgendwo. Ah, perfekt. Okay, Glenn ist zu stark. Glenn darf als erstes draufschlagen, so in etwa. Oh, natürlich crittert er. Kannst du die jetzt schon fressen? Jawohl! Na, jetzt sehen wir zum ersten Mal, was die überhaupt machen. Die schießen ein bisschen. Kein Thema. Nice. Okay, wir haben einen neuen Skill erhalten. Talent. Ja, doch, Talent. Starker Schwung, länger Haltbar. Monsterwelle. Oh. Wasserangriff, Magie. Das ist cool. Der kann wahrscheinlich dann mit der Zeit nahezu alle möglichen Fähigkeiten. Und dann kann man ihn so zusammenstellen, wie man möchte. Weil das ist jetzt auch nicht schlecht. Kostet halt voll viel TP, muss ich zugeben. 40 TP ist eine... Das ist eine Hausnummer. Aber damit haben wir die Viecher hier in der Gegend, die in meinem Logbuch Bestiarium... Win wäre in den Fjordwäldern. Den Alpha-Wolf brauche ich noch zweimal. Auch in den Fjordwäldern. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Fjordwälder. Dann müssen wir aber auch noch hier hin. Wo war der drin? Kanäle von Naslene. Wo war denn das nochmal? Wo sind die Kanäle von Naslene nochmal gewesen? Graben des Leviathans. Auch. Ja, Riedelberg. Den finde ich schon eher. Spezialgegner kann er nicht fressen, oder Bosse? Ist eigentlich cool, dass es von jedem Boss hier nochmal
schöne Informationen gibt. Kindred Kloster. So könnte ich mich vielleicht auch dran erinnern, wo wer ist. Thoma Godfrey. Die waren Bosse? Naja, okay. Ja, hier sind wir dann fertig. Vorerst. Wobei dort unten die Grotte, die wäre auch noch interessant zu erkunden, glaube ich. Da müssen wir hauptquestmäßig hin. Wir wollen zu den... Wohin? Fjordwäldern. Wo waren die? Waren die hier? Nein. Kotara-Gebirge. Mhm. Flandern. Die sind dort oben rechts. Hier sind sie, oder? Fjordwälder. Perfekt. So, willkommen in den Fjordwäldern. Hier können wir nicht... Aber hier haben wir schon was, was wir fressen können. Genau. Win. Diesel. Ja, du brauchst noch nichts machen, die anderen machen. Erdschwäche. Stärke Wind. Dann passt der Wassersprung. Theoretisch kann ich einen schon verpacken und fressen. Dann heilen wir mal alle. Njam, 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 njam. So, die machen wir jetzt weg. Der bräuchte halt tatsächlich eine normale Attacke. Eine Attacke, die ich nutzen kann. So langsam bräuchte er was. Ah, ich weiß nicht, was es so Cooles noch gibt. Wenn wir jetzt uns mal anschauen, was er jetzt bekommt. Na, Talente lernen. Ich habe halt bloß einen Punkt übrig gelassen. Bis an die Grenzen. Fertigkeiten kosten 3 Runden lang keine TP. Danach verliert der Anwender alle TP. Oha. Ja, das hört sich noch bis an die Grenzen an. Komm, wir nehmen hier starker Schwung. Das kann er schon mal lernen. Dann hat er zumindest einen basisstarken Angriff. So, wo gab es... Wir können nicht... Wir können leider nicht mit unseren Robotern hier rumfliegen, mit unseren Himmelsrüstungen. Deswegen müssen wir mal gucken. Wo gab es Wölfis? Wulfis. Ich glaube hier drüben. Ja, wohin kommen wir da? Eden. Wo waren Wölfe? Schwierig zu sagen, befürchte ich. Hier unten glaube ich weniger. Hier drüben auch weniger. 2 von diesen Hundis brauchen wir bloß. 2. Den brauchen wir nicht. Der verfolgt ganz schön lang. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Wir sind im Kreis gelaufen, nicht wahr? Wir sind im Kreis gelaufen, jawohl. So kann man auch Ressourcen sammeln. Indem man einfach... Ja. Sachen nochmal kaputt machen. Oh, wartet mal. Gab es nicht hier auch die Drachen in dem Nebengebiet? Könnte natürlich auch interessant sein, die Drachen. Ah, wobei, ich glaube, die Drachen sind immer noch zu stark. Ist eigentlich cool, dass es wie ein Metroidvania in dem Fall ist. Genau, da links waren die Drachen. Das ist wie ein Metroidvania und sagt mir hier, da kommst du nicht vorbei. Moment. Muss ich vielleicht da durch? Nein, da muss ich nicht durch. Wo muss ich denn? Wie ging denn hier der Weg? Ach, wisst ihr was? Ist das nicht leichter, sich hoch zu teleportieren? Weil ich glaube, unten wären dann solche Hundis. Schnellreisesystem. Das habe ich schon ganz vergessen, dass es das gab. Gab es hier unten nicht vielleicht Wölfis? Jawohl, ist da ein Alpha-Wolf dabei? Sind das Alpha-Wölfe? Einer ist zumindest dabei. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Der Alpha-Wolf ist ja so ein Buffer.
Davon brauche ich noch einen. Wenn ich raus aus dem Gebiet gehe und wieder rein, könnte er, glaube ich, wieder da sein, ne? Weil, warum ich das überhaupt mache, vielleicht das hätte ich mal sagen sollen, es fehlt mir in meiner Line auf dem Talent, auf dem Quest, oder was ich auch immer dieses Board heißt, fehlt mir noch sozusagen die Hundis zu besiegen, damit ich prinzipiell... So, jetzt gehen wir wieder rein. Und in der Hoffnung, dass die Gegner diesen zumindest respawnen. Mir fehlt ja unbedingt noch die Wölfe. Das ist es ja. Deswegen will ich die Wölfe jetzt, den Alpha-Wolf farmen, weil mir fehlt noch zwei Alpha-Wölfe. Damit die Kette voll lang wird. Die Kette der Quests. Und das war, glaube ich, die einzige, die das noch unterbrochen hat. Jawohl, kommt her. Ich brauche euch. Oh, Wind. Ups, Wind war das eigentlich. Jawohl, das war das, was mir gefehlt hat. Jetzt gibt's da einiges. Da gibt's bestimmt jetzt einige Belohnungen. Nice. So. Gleich mal schauen. Bam, bam. Nein, da. Ja! Schau dir das an, Reward Junkie. Längste Kette 42. Ich sag's euch. Der Hammer. Mega. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert mit den Ketten. Da oben haben wir auch was. Finde einen Klassen... Achso, in den Feldern von Roland. Ah, ja, stimmt, stimmt. Und hier gibt es auch Belohnung zu kassieren. Nochmal heiliges Wasser und nochmal ein Grimoire-Splitter. Also heißt, nochmal ein Level-Up. Gönnung. Und es gibt ja noch ein Monument am Ende. Was ist denn das? Ich krieg ein eigenes Monument wahrscheinlich auf meiner Insel, oder wie? Okay. Das war auf jeden Fall lohnenswert. Das war sehr lohnenswert. Sehr lohnenswert generell hier die Sachen zu machen. Das habe ich... bisher nie gecheckt. Da wiederholt. Danke für den Hinweis. Genau, das war das, was gefehlt hat. Horn kriegen wir dafür. Geil. Vier Klassenwappen haben wir bekommen. Harte Rippchen. Ah, jetzt bräuchte ich Arkant-Archipel. Finde ein Klassenwappen. Das würde mir fehlen. Dann kriege ich wieder so einen richtigen Quest-Rush. Aber ja, das Arkant-Archipel. Puh. Gegen die Krabben zu kämpfen, da muss ich noch ein bisschen, ja, vielleicht einmal das Equipment aufstufen, so in etwa, mindestens. Da muss ich schon was aushalten. Könnte natürlich so außenrum. Geblende denselben Gegner viermal innerhalb eines Kampfes an einem beliebigen Ort. Statt das, okay. Das sind so manche Sachen, da muss man genauer hinschauen, was die von einem wollen. Finde den geheimen Ort. Ist das der geheime Ort, wo wir noch nicht... so spezial sind, also da, wo wir nicht reingelassen werden. Ist das der Geheimort? Hm? Rein Mädchenteam. Habe ich überhaupt zu... Ja, theoretisch. Ich muss ja nicht jemanden vorne... Lol. Das kann ich machen, oder? Ich habe zwei Mädels. Ja gut, die könnten zu zweit gegen irgendeinen Gegner kämpfen. Gegen einen billigen Gegner. Ich muss ja nicht jemanden hier drin haben. Das wäre eine Idee. Diese... Also... Ja, das muss man halt mal anschauen. Ah, ja doch, das war in Ordnung. Man muss halt da einfach mal schauen, was es überhaupt zu tun gibt. Und dann kann man eins nach dem anderen machen. So, wir haben auch noch einige Gebiete, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Da gibt noch einiges zu tun. Lebenswille, Quest. In den Mahlstrom. Sagt mir alles noch nichts. Besiege Winz, ohne dabei in Overdrive zu geraten. Aha. Oh, das könnten wir, glaube ich, schnell noch machen. Fjordwälder. Weil Vincent hier ohne einen Overdrive zu gelangen. Da müssen wir erstmal einen Ultra-Move machen. Oh,
ohne in Overdrive zu gelangen. Geschafft. Jawohl. Genau, man muss sich einfach mal anschauen, was das Spiel so von einem verlangt. Und dann schon ist die längste Kette 44. Also es zählt als längste Kette, was als längstes miteinander verbunden ist. Die zwei zum Beispiel, also das und das wären verbunden scheinbar. Okay. So funktioniert das. Mhm. Die unterbrechenden Sachen sind immer interessant. Mhm. Zum Beispiel hier, da. Gebirgsbibi und finde drei von... Oh, Felder von Roland. Da habe ich einen vergrabenen Schatz noch nicht gefunden. Ja gut, das ist einfach, da geht man mal hin und schaut. Ein Goblin-Dilemma. Weiß ich halt nicht, wo das ist. Malstrom. Weiß ich nicht, wo... Ich weiß halt nicht, wo die Quests sind. Huna, Ograna Grotte. Da waren wir aber schon. Ja, da waren wir schon. Ja, da haben wir schon gesammelt. Besiege Vampir. Ach, das war, glaube ich, ein Ort, wo er ein bisschen zu hart für mich noch ist. Glaube ich. Ja, ich glaube, da waren wir einmal in der Ograna Grotte. Alle Elementartafeln. Unternimm eine Bootsfahrt. Ja, das Item haben wir. Hm. Bock, der wahre Gob. Aus Liebe zum... Okay, erkunde den Großteil der Umgebung. Klassenwappen fehlt hier noch. Valila. Oh, die können natürlich auch noch besiegen. Gewinne einen Kampf. Ja, das ist ohne, dass jemand eine Körperrüstung trägt. Okay, das können wir irgendwann später ohne Probleme machen. Ohne Rüstung, naja. Zwei... Überlebe zu Fuß zwei Aktionen von Seemönchen. Und da muss ich wegrennen, prinzipiell. Zu Fuß holla die Waldfee. Ohne den Gang der Himmelsrüstung zu wechseln. Ja. Wenn man ein bisschen stärker will. Otter Nobunaga. Muss mal herausfinden, wie man dorthin kommt. Vielleicht ist es beim Wirbel. Aber ja, so kann man herausfinden, wo was irgendwie noch versteckt ist. Egal. Wir wollten ja noch anderes machen. Wir wollten ja... Das war schon mal wichtig. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Wir haben jetzt noch mehr Seelen. Wo haben wir denn noch keinen... irgendwo haben wir noch... Es ist jetzt schwierig herauszufinden, wo... Wo ich denn solche Statuen nicht nehmen konnte. Jetzt erstmal hier. Achso, ja. In den Dungeons dann. Kanaltaucher. Ja, die Dungeons, da muss ich erst herausfinden, wo die nochmal waren. Das muss ich offscreen machen. Gut, dann sind wir hier, glaube ich, fertig, weil da weiß ich, den Ritter habe ich schon geholt irgendwann mal. Der Baum ist interessant. Das wird bestimmt noch irgendwann später wichtig sein. Der Riddellberg, da war irgendwas. Oh, Moment, wo sind wir denn hier? Was ist denn das? Ein Mönch? Ist er am Leben? Er sieht aus wie ein Eis am Stiel. Ein Eis am Stiel, an dem ich auf keinen Fall schlecken möchte. Bestimmt ist er eingefroren. Wow, klingt, als würden wir an eine Statue klopfen. Vielleicht können wir unsere Clanbasis mit ihm dekorieren. Pass auf, dass sie nicht umstößt. Glaubst du, er würde wie ein Glasfenster in tausend kleine Stücke zerbrechen? Je nachdem, wie lange er schon hier ist, könnte sein Organ noch intakt sein. Was für ein schrecklicher Gedanke. Seine zersplitterte Haut und die Muskeln würden vom Wind davongetragen werden. Während seine Organe hier vor uns liegen blieben. Bist du fertig? Wow! Ist er am Leben? Mir ging es gut, bis ihr meine Meditation unterbrochen habt. Jetzt macht mir die Kälte zu schaffen. Vielen Dank auch. Du hast hier meditiert? Ich dachte, ich könnte durch diese Einsamkeit und Härte ein oder zwei Dinge lernen, aber wenn ich euer kindisches Geschwätz höre, seid wohl ihr diejenigen, die eine Lektion nötig haben. Euer Clan hat eine eigene Basis, hast du gesagt. Dann nehmt mich mit, ich bin ein Mönch des Do. Ich kann euch wichtige Lektionen fürs Leben beibringen. Bist du sicher? Sollen wir? Ich schätze, wir könnten ihn rekrutieren. Na gut, komm mit. Zuerst müsst ihr mir helfen. Womit? Beim Gehen, natürlich, kann meine Muskeln nicht bewegen. Okay, du hast jetzt eine Chance von 50% nach dem Besiegen eines Gegners zusätzliche FP zu erhalten. Ah ja, das ist ja cool, das lohnt sich ja richtig, die zu sammeln. Hier glitzert alles so schön. Wo bin ich hier überhaupt? Okay.
Ah, hier war der Bosskampf. Hier war der Bosskampf beim ersten Mal. Hier sind die ganzen Geier. Ich kann mich hier nicht so bewegen. Oh, ein bisschen enttäuschend. Achso, das war ja wie ein Dungeon, oder? Ah, ja, okay. Naja, das müssen wir vielleicht nicht machen. So, gut. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal erkunden wir weiter. Oder ich werde einfach in der Zwischenzeit mal die ganzen Dinge nochmal ablaufen. Das war jetzt auf jeden Fall interessant. Und wir haben, ja, wir haben überall noch was gefunden. Das ist cool. Das ist richtig cool. Das lohnt sich richtig. Und wir sind nicht overpowered, wir sind nicht schwach. Also wir können nahezu alles machen, bis auf die Drachen da links irgendwo. Und das finde ich gut. Also viel zu erkunden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.